Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, Freunde, zurück bei Assassin's Creed 3. So, heute werde ich wieder ein bisschen quatschen und dabei den Leuten zu gucken, was sie so Schönes machen. Weil das wird jetzt einer unserer Aufgaben sein, irgendwie die hier so zu beobachten, weil dann soll man angeblich Sachen freischalten können. Mal gucken. Aber irgendwie machst du nichts, was mich interessieren könnte. Ich will erst bei den anderen zwei gucken, wenn ich jetzt wüsste, wo die sind. So. Da. Ja, Leute, ich habe mich heute auch nicht mehr vorbereitet als gestern. Aber scheiß drauf. Da kacken wir aber sowas von drauf. Ach, nee, du machst auch nichts. Ich hoffe, dir geht's gut. Irgendwie soll das funktionieren, aber ich weiß nicht wirklich, wie das funktionieren soll. Puh, ja, keine Ahnung, wie das geht. Wir müssen das mal so ein bisschen ausprobieren hier. Ach, die sind da drin, okay, alles klar. Reizender Morgen. Aber ein wunderherzlicher Morgen. Eieiei, heißer Feger, Junge. Huhu. Ich denke mal, das funktioniert jetzt vielleicht noch nicht. Deswegen werden wir vielleicht gleich mal zu dem alten Opa gehen. Ja. Da ich das letzte Mal so ein bisschen so durcheinander gequatscht habe, werde ich heute einfach nochmal anfangen. Und zwar ein bisschen in geordneterer Reihenfolge. Ja, müsst mir verzeihen. Erste Aufnahme wieder. Gucken und machen und aber ja, es ist ja jetzt alles, hat ja alles geklappt. Ja, würde ich sagen. Ja, also auf jeden Fall, ich bin jetzt umgezogen. Es sieht immer noch nicht besser aus wie gestern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, erstmal so das Nötigste eingeräumt, bin erstmal eingezogen und so nach und nach mache ich so das, wie ich Zeit habe. Wird dann aufgeräumt, eingeräumt und aufgebaut. Das Gröbste ist schon mal durch, so dass ich jetzt erstmal sagen kann, ich kann es mir erlauben, mal ein Ründchen zu zocken. Ja, und mal zu sehen. Was war das? Und ich weg. Und wirklich zu sehen, okay, wie sieht's aus? Machst du mal ein paar neue Videos? Mit Metro hat sich leider immer noch nichts ergeben. Also ich habe da extreme Soundprobleme. Man versteht mich kaum, obwohl ich die Sounddinger komplett nach unten gestellt habe, meine nach oben und hast du nicht gesehen. Das funzt noch nicht so, wie es funzen soll. Und ich muss ganz ehrlich sagen. So eine Qualität will ich euch nicht anbieten. Wir müssen sehen, wie es läuft, ja. Aber dazu ein bisschen später. Gib mir nur ein Schiff und eine Crew und ich finde heraus, was ihnen so wichtig war. Ja, das Schiff sieht auch gut aus, ja. Wir müssen erstmal hier hoch. Das sag ich dir. Beine wie Bäume und Arme wie ein Schmied. Hau ab! Sagte, hau ab, Bursche! Sprichst du des Königs Sprache nicht? Hab dich nicht gesehen, alter Mann. Hätte glatt noch klar Schiff gemacht, hätte ich gewusst, dass du kommst. Der Bursche heißt Connor. Er setzt dir wieder alles in Stand. In Stand? In Stand? Verzeiht meine Manieren. Die rote Nase. Sie ist immer noch die schnellste auf dem Atlantik. Gut, sie braucht etwas Liebe. Nur ein paar Kleinigkeiten, aber ja. Mit etwas Zuwendung fliegt sie wieder. Wer ist sie? Wer ist sie? Na, die Akia-Bursche! Das Phantom der Nordmeere! Das Boot. Boot? Sie ist ein Schiff, Bursche, und macht da keinen Fehler.
Ich dachte, er soll hier alles instand setzen. Ich sage, der ist das grünste Greenhorn im Grenzland. Connor, komm zu mir zum Gutshaus, sobald du hier fertig bist. Du sagtest, es braucht etwas Pflege. Kannst du das? Sie braucht etwas Pflege. Ein Schiff ist eine Seebursche. Und ja, ich kann sie herrichten, aber es mangelt mir an Material. Für den Anfang brauche ich vor allem gutes Bauholz. Das kann ich beschaffen. Wie lange, bis es sie in See stechen kann? Besorge mir nur das Holz, Bursche. Ich besorge die Crew. Oha. Ja, wie gesagt, es ist soweit alles hingestellt, alles hingemacht. Meine Freundin hilft mir da so ein bisschen, wie sie kann. Ja, das erstmal zu dem Thema. Erstmal wunderschön und bin froh, jetzt wieder hier zu sein, in der Nähe von meiner Familie und alles. Kann mich halt um Dinge richtig kümmern. Ja, zu den Projekten. Ich habe ja gesehen, der Sascha hat ja ein richtig schönes Video gemacht, was so läuft, wie es so läuft, und freue ich mich wieder mitzumachen, ein bisschen mitzumischen, den Jungs da mal ein wenig auf die Fresse zu hauen und zu gucken, ob ich es noch kann. Ja, zu gucken, ob das noch kann. Und einfach mal zu sehen, endlich läuft es weiter. Ja, wie gesagt, was mit Metro wird leider noch dauern. Ich habe aber noch schöne andere Projekte, die ich euch vielleicht mal zeigen will. Ich habe jetzt mir die Erlaubnis für Darksiders zum Beispiel geholt, dass ich das jetzt playen darf. Also verschiedene Spiele habe ich jetzt mal angefragt. Ja. Ach, mal gucken, was er zu sagen hat. Ich muss dir was zeigen. Komm, sieh es dir an. Was ist das? Ein Journal. Es hilft uns, die Geschäfte unserer Siedlung zu verwalten. Und das hier? Das ist Jahre her. Vor dem schleichenden Fieber. Vor den Templern. Bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Ach so. Warum muss ich mir das jetzt durchlesen? Ja. Oh, wir haben gelernt. Uhu. Wie sah ich jetzt einen schwarzen Bildschirm? Danach verging die Zeit sehr schnell. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwammen. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer, über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen, ihre Pläne durchkreuzen. Ja, ihre Pläne durchkreuzen. Ich will jetzt aber mal wirklich das mal wirklich machen. Dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert leben kann. Habe ich jetzt da eine Mission gesehen? Mit den Bauern? Nee. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihm jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Geduld, Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten, Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich heran. Ja, 6 Monate später. Es ist wieder Sommer. Sommer, Sonne, Sonnenschein. La 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 la. Können wir gleich mal baden gehen? Yeah! Patsch! Ja, das Wasser. Oh, oh. Nein, nein.
Ja. So, jetzt müssen wir die mal gucken. Beobachten und dann so Dinge lernen, damit wir die immer weiter ausbauen können. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt funktioniert. Dann können wir mit denen erstmal quatschen. Du musst Connor sein. Wir warten schon lange darauf, dich endlich zu treffen. Ich bin Catherine und das ist Diana. Wir sind die Frauen der beiden Holzköpfe, die Bäume fällen. Ach, wie nett. Die Jungs haben so viel von dir erzählt. Schön, dass wir dich endlich kennenlernen. Ist mir ein Vergnügen. Wir sprachen gerade darüber, wie schön diese Gegend ist. Hier am Fluss und niemand lebt stromaufwärts. Ganz ehrlich, Godfreys Brief machte mich misstrauisch. Aber jetzt, wo ich hier bin, muss ich sagen, ich bin froh. Vorher lebten wir nördlich von Champlain in einem Wirrwarr aus Felsen und Brombeeren. Schrecklich. Es ist schön, zur Abwechslung mal auf den Hügel und ins Meer gehen zu können. Eure Männer halten euch auf Trab. Damit kommen wir schon klar, Connor. Die Jungs glauben, sie hätten die Hosen an. Aber die wahren Herren stehen gerade vor dir. Ohne Zweifel. Naja, die Frauen. Ah, herrlich. So. Macht mal jetzt was hier. Ich will hier endlich mal, ey, der geht angeln. Cool. Grüß dich. Wer ist der? Ja, irgendwie muss man jetzt hier warten und gucken, bis wir irgendwas machen, was Holzfäller eben so machen und dann beobachten. Ja, irgendwie. Ja, warten wir mal kurz. Oder wir können ja mal da zum Schreiner gehen. Ja, und hopsasa. So, gucken wir mal. Anscheinend geht's immer noch nicht. Ja, mal gucken. Was daran jetzt hier, Nein, wo konnte man das doch hier einsehen? Logbuch. Der Untergrund, der Gesellschaft, die eine. Nee, dann geht das wohl einfach noch nicht. Dann wird das noch nicht gehen. Mal gucken, wann das. Ich würde es gern echt mal ausprobieren. Also. Wenn das so endlich mal funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe. Wow. Zack. Nee, ich hoffe einfach mal, dass ihr euch nicht zu sehr gelangweilt habt ohne mich hier. Weil, ja, ohne mich ist halt langweilig, ich weiß. Tut mir leid. Aber ich denke mal, der Sascha hat das ganz gut gemacht in meiner Abwesenheit mit seinen Videos. Hat euch, denke ich mal, doch ganz gut unterhalten. Sonst wären nicht so viele Abonnenten gekommen in dem Punkt, weil es waren ja doch 4-5 Stück. Und das ist in unseren Kreisen ja eigentlich schon viel. Ja. Wenn man dann nur mit wenig durch die Gegend eiert. Was liegt denn hier andauernd? Keine Ahnung. Und, wollen wir schwimmen? Müssen wir nicht darunter? Ja, wir schwimmen. Und ich denke mal, das hat er ganz gut gemacht. Und, nochmal Lob an dich, mein Mäuschen. Dass du das so schön durchgehalten hast ohne mich. Ah, mir juckt mein Knie! Dass du das echt so gut durchgehalten hast und gemacht hast, finde ich klasse. Hat man ja irgendwo gesehen, dass es sich gelohnt hat.
Und jetzt stecke ich ja wieder mit ein und jetzt können wir wieder die Videos zusammen aufnehmen, was eigentlich eine Menge mehr Spaß macht, als wenn man hier alleine zockt, muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem das so mit den Projekten steht, macht es viel mehr Spaß, irgendwo das zusammen zu machen, anstatt irgendwas einzeln aufzunehmen. Aber okay, das ist halt vorbei, dass er jetzt alleine aufnehmen muss. Papa ist ja wieder da und ich denke mal gleich in die nächste Mission. Lalala. Aber es ist ja bloß eine. Oh. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche. Nein, nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Echt, habe ich nicht gewusst. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn wir in See stechen und du dich selbst überzeugst? Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehligen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrer aus dir. Oh je. Und das Graussegel ein, ab in die Matten und nicht einschlafen. Na los, Männer, bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Hey, dann wäre man nicht Busfahrer, sondern Schiffsfahrer. Ist doch auch mal was. Oh, warum bin ich denn so müde heute? Das ist schon den ganzen Tag, ey. Darf ich jetzt Schiff fahren? Los, Junge, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, ich darf Schiff fahren. Sie segelt hart am Wind. Na komm, mach schon, sie weiß nicht. Jetzt halbes Segel. Ah, die Akia fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Setze Kurs auf Martha's Vineyard. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Sie ist ein wendiges Schiff, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Und umso fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volles Segel, wenn du magst. Das ist echt geil gemacht, muss ich mal so sagen. Gebt mir alles. Alles setzen, volles Segel. Voll die Grafik, das ist wirklich geil gemacht. Der Wind dreht sich bald. Sei wachsam, Connor. Böige Winde sind schwer zu meistern. Ja, aber da lang, Leute. Volles Segel! Volles Segel! Holt euch den Wind! Vielleicht soll ich den noch rüber. Das verlangsamt uns. Pass auf die Sandbänke auf. Jetzt bring uns durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf den Grund läufst. Die Sandbänke bremsen uns, aber Felsen schlagen ein Leck in den Bug. Und willst du schnell wenden, setze halbe Segel. Dann ist sie leichter zu manövrieren. Treff die Segel! Anhalten! Ein Segel! Los, volles Segel! Jeder Knoten zählt! Volles Segel! Die hängen da einfach mal rum. Ah ne, doch nicht, die bewegen sich sogar. Hui! Pass auf die Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Also ist echt cool gemacht, muss ich mal sagen.
mit dem Wind, dass der so wechselt und bla 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 bla. Ist eigentlich ganz cool. Kreuzwinder! Weniger Knoten! Halbes Segel! Halbes Segel! Kräfte auf halbes Segel! Halbes Segel! Alles Segel! Alles Segel! Boah, ich hab meisterhaft gemacht, ey. Von wegen 10 Jahre lernen. Ich bin jetzt schon Kapitän, Mann. Häuser! Wir sind bald da! Geht auf halbes Segel! Geht auf halbes Segel! Warum noch ist es erstmal alles? Weniger Fahrt, Segel streichern! Halt, bringt sie zum Stillen! Anker werfen! Muss ich sagen, das ist eigentlich ganz cool. Kanonen und Offiziere zu! Anker werfen! Hallo, Miss Mandy. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck. Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, hm? Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Gut gesagt. Diakia ist ein feines Schiff. Wir starten sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Amme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Ja, die Frau greift durch. So muss das sein. Bada boom, bada bang. Ich will wieder ein Steuer, la 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 la. Auf diesem Kurs können wir lange bleiben! Halbes Segel! Halbes Segel, Männer! Was zum Teufel sollte das dann? Ja, hier gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Deswegen wer war dabei? Wir genießen das jetzt hier einfach ein bisschen. Die der Jungspund war Nicholas Biddle, ein Niemand, segelt vor dem Mast, ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Ei, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Wir haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, aber sei versichert. Wir haben Platz für weitere, falls du sie brauchen solltest. Werft die Segel! Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bring sie auf unsere Breite. Holt alle Segel ein! Wenn alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer. Ja, und jetzt. Wir auf mein Zeichen! Und Feuer!
Gut gemacht, Junge! Jetzt alle Kanonen auf den Bug und größtmöglichen Schaden anrichten! Na, aber Feuer frei! Alle zielen und Feuer! Feuer! Schickt die auf den Grund! Hat noch Pulver geladen! Gut! Jetzt probier mal die Drehbassen, sind genauer! Triff die alten Pulverfässer und jag sie in die Luft! Haha! Feuer! Sind Feuer bereit! Ah, jetzt. Schieß! Auf den Grund! Immer wieder gut! Nicht schlecht für ein Frischling, Captain! Du lernst aber schnell! Ach so. Wenn mich etwas interessiert. Wir finden Geschmack an der offenen See, hm? Wir machen noch einen echten Seebären aus dir. Aber jetzt sollten wir zurück. Der alte Mann wird mir sonst noch das Fell über die Ohren ziehen. Volles Segel! Warten! Und Feuer! Bereit, wenn ihr es seid, Sir! Kanonenboote kommen! Warum schießen die auf uns? Wir haben nicht mehr! Königliches Eingucken schädigt die Königliche Friedenssteuerung, sucht ihr auf! Was sollen wir tun? Wir können nichts tun, als uns zu wehren! Versenkt den Bastard! Gebt mir halbe Segel! Schieß! Gebt mir alle! Volle Segel! Ihre Seilkörper runter! Ah, mit X, okay. Runter! Runter! Oh, schieß doch mal. In Deckung! Deckung! Ah, jetzt okay. Doch nicht, schön, das. Achtung! Komm schon! Achso, Ziel eliminiert. Okay, ja. Auf mein Zeichen! Drehwaffe, Feuer! Geht runter! Ihr fahrt gerade! Englische Fregatte! Ich erfahre noch eine! Ja, ja, warum alles halt in der Welt kommt die denn her? Feuer frei! Komm on! Breitseite abgeben! Ladet nach! Bereit machen! Schieß! Haltet an! Halten euch die Segel ein! Wir müssen anhalten! Bereit machen, Jungs! Dieses Ding! Ach, viel Vertrag, selber her! Feuer! Halbes Segel, aber schnell! Drehwasser, Feuer! Feuer! Voll die Breitseite, jawoll! Entdeckung! Auf mein Zeichen! Feuer frei! Nee, das ist kaputt, ich halt Feuer! Deckung! Breitseite abgeben! Bereit zum Feuer! Feuer! Kurs verändern! Wir stehen im Weg! Bereit zum Feuer! Die Breite hier ist vorbei und zack! Feuer! 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 Anhalten! Kein Segel! Kein Segel! Runter! Runter! Haha! Breitseite abgeben! Hey, ich bin auf der Offensive, Idiot! Mann, ey! Weiter machen, Matrose! Nicht schlecht für deine erste Fahrt, was, Bursche? Hey,
Ja. Jetzt aber schnell zurück, wurde der alte Mann reißen wir noch den Kopf ab. Die paar Leichen. Gut, Freunde, das war unsere erste Bootmission. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt wird ja wieder regelmäßig eine Folge kommen. Macht euch keine Sorgen. Ja, weil ich bin wieder am Start und ich lasse mir das jetzt nicht mehr nehmen. Ich hab sie! Hab sie alle! Bring mir, was ich will und ich gebe sie dir. Ganz einfach! Du hast ein Schiff! Du könntest sie alle finden! Wer ist dieser Mann? Wer? Nun, der alte Seebär spricht ständig von irgendwelchen Briefen von Captain Kidd. Völliger Unfug, aber er tut keinem was, also lassen wir ihn. Sprich mit ihm, wenn du magst. Doch Vorsicht, er kaut dir ein Ohr ab. Wie auch immer, die Akia steht bereit. Wenn es dich wieder aufs Meer hinauszieht, warten wir auf dich. Nun bitte ich dich, geh wieder auf den Hügel, bevor der alte Mann wegen mir den Ruhestand beendet. Ja. Na gut, Freunde. Das war's für mich. Yvonne. In diesem Part. Und du hast dich nicht einmal verabschiedet. Okay, dann nicht. Verzeih. Und? Worauf wartest du noch? Oh, jetzt kriegen wir das Kostüm. Zieh das an. Yeah. Ein vollwertiger Assassine, meine Freunde. Einst vor langer Zeit gab es eine Zeremonie für solche Anlässe. Aber ich glaube, wir beide sind nicht der Typ für so etwas. Du hast Werkzeug und Ausbildung. Du hast Aufgaben und Ziele. Und nun hast du einen Titel. Willkommen in der Bruderschaft, Connor. Gut, Freunde, das war's. Wir haben's beendet. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.